Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 2 Dark Waters. Jo, wir sind hier auf Caldera. Ich muss schon überlegen, welche Insel wir es mittlerweile bereist haben oder bereisen tun. Wir sind im Gebäude des Hohen Rates und rauben sie aus bis auf die Unterhose. Denn die ist schmutzig und die können sie behalten. So, pfui. Nein, Spaß beiseite. Wir machen jetzt mal die Kiste hier auf. Jo. Weil wir es können, hoffentlich. Ist sie einfach? Nein, natürlich nicht. Sehr gut, dann versuchen wir wieder rauszukriegen, wie die zusammenpasst. Ja. So, so, aha, war wieder falsch. Dann so, dann zweimal wahrscheinlich. Dann so, auch wieder verkehrt. Aha. Ah, na, 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 warte, warte. So, dann drei vielleicht. Dann so, und jetzt haben wir es. Wunderbar. Sauber. Seelenkette. Oho, Totenkult plus 5, schwarze Magie plus 5 und Ritual plus 10. Goldwert 200. Jeder der vielen Jadebrocken steht für eine gebundene Seele. Ja, schön. Dann Grog, Jadestein, Goldbrocken und 40 Goldmünzen. Sehr gut. Das nehmen wir doch sehr gerne mit. Ach nein, stimmt, da gab es keinen Weg rein irgendwie. Also einen versteckten Weg oder so. Mm-mm. Ganz altes Buch. Die Schrift ist kaum noch zu entziffern. Ja, schön. Wieso stellt man solche Staubfänger auf? Das ist mir ein Rätsel. Echt. Naja, aber wie es ausschaut, sind wir hier fertig und können den Raum wieder verlassen. Steck ja nichts ein! Geht's dir gut? Oh, schon gut. Geh einfach weiter. Danke dir. So, sind wir wieder gut miteinander. Da drüben waren wir jetzt schon. So. Die Seite haben wir, jetzt ist noch die andere dran. Ich gehe da ein bisschen einen Bogen um den Herrn, nicht, dass ich ihn aus Versehen anquatsche. Das will ich nicht, nämlich. So. Dann gehen wir mal zuerst hier rein. Diese Aufzeichnungen, genau, die Truhe machen wir auf. Die Aufzeichnungen hatten wir schon mit Maurigato, aber ich werde es vielleicht... Okay, so geht das. Ich werde es vielleicht trotzdem nochmal lesen. Also Trank der Klingen und 50 Goldmünzen. So, lesen wir das nochmal. Die interessante Seite fehlt. Ansonsten steht hier nur noch Scheiße. Jo. Bisschen direkt, aber jo. Ah ja, da ist ja noch eine Dame. Hallo, Cassandra. Die Protokolle der letzten Sitzung. Ja, bitte? Was ist deine Aufgabe? Was ist deine Aufgabe? Beschäftigt sein. Ich bin die Archivarin. Zu meinen Aufgaben gehören Protokolle, Buchhaltung und Katalogisierung. Nicht gerade spannend, nicht wahr? Ach, geht schon. Ich bin mir sicher, du bist die Beste für diese Arbeit. Moa, wie nett. Ich bin mir sicher, du bist die Beste für diese Arbeit. Oh, vielen Dank. Oh, ihr müsst ohne mich zurechtkommen. Ach, sehr nett. So. Was? Will ein bisschen Honig ums Mäulchen geschmiert und sonst ist nichts. Gut, dann laufen wir hier weiter. Oh, jetzt sind wir da. Da drüben war, glaube ich, nichts. So, hier drinnen noch was gewesen. Sein Tod. Ja. Ratsgebäude gefunden. Aha. Ja, da ist noch einiges. Sehr gut. Ja. Gut, die ist wieder nicht so einfach zum Knacken. So vielleicht, aha. 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 Und so, jawohl, perfekt. Nächste Tür geöffnet. So, was haben wir denn da Schönes? Aha. Okay. Da ist einmal nichts. Da drüben vielleicht. Bin jetzt falsch gelaufen. Natürlich. Selbstverständlich. Pff. Ach Gottchen. Mir ist nicht. Aha. Gut. Okay. Ernsthaft jetzt? Wegen dem sperrt man das zu? Wegen dem. Jupp.
Okay. Dann sind wir hier quasi fertig. Lalala. Hallöchen. Ja? Ich bin ein Bote von Mauregato. Nun, dann erledigt eure Arbeit und versucht dabei niemanden zu stören. Okay, das hätten wir auch. Sehr gut, wir haben alles ausgeraubt. Ich glaube, es fehlt nichts mehr. Wir können hier abhauen. So. Ich komme mit. Das ist sehr schön, mein Freund. So, das ist doch glatt einmal speicherungswürdig. So. Bin ich da richtiger mit dem Spielstand? Ich glaube nicht. Warte, stopp. Der da hätte sein müssen. So, passt. Questbedingt. So, was war denn jetzt? Botendingen sind wir fertig. Das ist jetzt wieder alles woanders. Marakai. Sturmwind ist Freizeichen. Da brauchen wir wieder Garcias Dingsbums, Schwarm. Da müssen wir auch definitiv auf diese Insel. Nachricht aus dem Jenseits müssen wir auch dorthin. Bucht von Marakai. Passt. Dann auf zur Bucht von Marakai. Ne? Endlich geht's geschichtlich weiter. Dankeschön fürs Durchhalten, meine Lieben. Wirklich wahr. Kann man noch bei dir irgendwas... Hier, schlaf dich mal aus. Oh. Hier, schlaf dich mal aus. Was? Ist das ein Zimmerschlüssel vom Hotel? Für mich? Umsonst? Genau, mach's dir bequem. Oh, danke. Ich hab direkt gesehen, dass du ein anständiger Kerl bist. Ob Pirat oder nicht, was spielt das schon für eine Rolle? Viele der ehrenwerten Herren tragen zwar eine Perücke, aber darunter... Ja, ja, schon gut. Na dann, mach's gut, mein Freund. Marte freut sich, wie schön. Ah, da geht einem doch glatt das Herzlein auf, oder? Ah, ich sag's immer wieder, wir sind ein ehrlicher Gauner. So, nichtsdestotrotz Zimmerschlüssel hin und her. Bararam. Werde ich mich trotzdem kurz mal hinlegen. Zum nächsten Morgen pennen. So, dass wir wieder genesen sind und dass es auch hell ist. So, jetzt wäre es halt auch cool, wenn jetzt die eine verschlossene blöde Dreckstür da drüben endlich mal aufgehen würde. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Weil da kann uns das gute Äffchen... Mach hier keine Dummheiten! Niemals. Ich weiß jetzt auch nicht... Ob uns da das Äffchen wieder helfen kann. Beziehungsweise weiß ich gerade nicht, wie es uns helfen kann. Da muss ich irgendwie schauen, dass wir da ein Fenster oder so kriegen, dass es sich da reinschummeln kann. Unser kleiner Freund. Hey du, was? Lass meine Arbeiter in Ruhe. Wer schleppt die Kisten, wenn sie sich zur Armee melden? Dann musst du wohl selbst mit anpacken. Bleib ruhig, du hast doch noch ein... Alter. Ich glaube das untere. Bleib ruhig, du hast doch noch einen. Na toll, jetzt geben hier schon die Piraten den Ton an. Fällt nur noch, dass noch mehr von euch kommen. Kann passieren. Mal vielleicht den Teufel nicht an die Wand. So, gibt es hier irgendwelche Möglichkeiten raufzukommen? Ich glaube nicht wirklich, gell? Ob ein Äffchen auf Bäume klettern kann? Oder hier auf der Fahne hochklettern kann und dann da oben irgendwie was erreicht? Eher nicht, ne? Hier kann man auch nicht hochklettern, ne? Hier kommt man wahrscheinlich auch nicht rein. Schade. Ich hatte... Ja, es muss aber... Irgendwie müsste es doch einen Weg geben, ne? Aber wird wahrscheinlich nichts. Oder so. Ich will das Zimmer von Garcia. Warum? Ihr habt doch schon ein Zimmer. Das habe ich Posodino überlassen. Er wohnt jetzt dort. Eine sehr großzügige Geste von euch. Nun, dann werde ich Garcias Zimmer wohl mal aufräumen. Das ist nicht nötig. Gib mir einfach nur den Schlüssel. Wie ihr wollt. Aber ich gehe mit dem Preis nicht runter, nur weil es nicht aufgeräumt ist. Gib her. Na dann. Hier, nehmt den Zweitschlüssel. Passt gut darauf auf, es ist der letzte. Er hatte das Zimmer neben die Silva. Juhu,
So geht's auch. Okay, ich wollte es nur probieren, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass es zu einem Erfolg wird. Also, Sesam, öffne dich. Cool. Und die Truhe wird natürlich gleich mal aufgemacht. Ist eh klar. So, was? Nee, natürlich ist sie wieder schwieriger. Was denn sonst? Aha. So, vielleicht hier. Vielleicht da. Vielleicht hier. Ah, das war zu viel. Entschuldigung. Wieder mal meine nervöse Hand und so, ne? Boah. Aha, beide. Mhm. Zum Schluss dürfen es beide sein. Okay. So. Boah. So. Entschuldigung. So, was haben wir denn da? Geisteramulett, Totenkult plus 5, Ritual plus 5, Goldwert 100, kleine Inschriften preisen die Seele der Ahnen, Trank der Klingen, Ritualmesser, Rassel, Knochen und Gold. Na bravo. So, was denn noch? Da ist noch eine Kiste, alles klar, hier ist nichts versteckt. Haben wir hier noch was? Schaut nicht aus, da machen wir noch die Kiste auf. So, aha, die ist eine schwere. Und einfach ist sie nicht. Gut, dann probieren wir mal unser Glück. Vielleicht so. Vielleicht so. So vielleicht. Aha, das war falsch. So, rauf. Die hier, dann hier rauf. Dann hier runter. Vielleicht hier rauf. Aha, die war auch falsch. Boy. So. So. So, dann zwei. So. Runter und rauf. Schau, super. Habe ich richtig geraten. Sehr gut. Rum, 2 Grog, 50 Gold, Schale, Kerzenleuchter, Karaffe und Silberpokal. Passt. Ein Ohrring. Aha. Ein Bettchen. Und das war's. Mehr ist doch nicht. Echt jetzt? Ist jetzt auch ein bisschen mager, oder? Naja, der wird halt seine absoluten Wertgegenstände halt, ja, schon mitgenommen haben, ne? Aber da war jetzt ein Ohrring, habe ich das richtig gesehen? Ohrring des Duellanten vielleicht? Stichwaffen, nein. Jade Ohrring, was das? Schwarzmagie plus 5. Goldwert 50 Jade ist der heilige Stein der Eingeborenen. Stimmt, ich wollte ein Einschüchterungsohrring anziehen. Jo, passt, ne? Einschüchtern wäre auch so eine Fähigkeit, die würde ich auch liebend gerne lernen. Ich wollte gerade schauen, ob da oben zufällig ein Loch ist. Na, dann hätte ich gedacht gehabt, dass das Äffchen vielleicht darüber springen kann und so hochklettern könnte. Aber das ist, glaube ich, das ist nicht gedacht, ne? Schaut zumindest so aus, dass es nicht danach gedacht ist. Was ich jetzt nicht geschaut habe, ob in Garcias Zimmer. Aber es passt schon, ne? Ich wollte eigentlich nur in Garcias Zimmer rein, weil da oben wird, denke ich, nichts sein. Na, wird schon passen. So, fein. Na, aus dem Weg, danke. Dann hätten wir das auch gemacht und können jetzt, so wie versprochen, zur neuen Insel segeln, weil die gute Patty weiß ja, wo wir hinwollen. Schrägstrich müssen, ich hätte mich porten können. So. Ja, geht ein bisschen schneller. Jawohl, Abdacht. Salute. Habe ich hier schon alles ausgeraubt? Ich weiß es gar nicht mehr. Wie brav wir waren. Diesmal leer. Ich glaube, da haben wir schon alles ausgeraubt, ne? Die ist auch leer. Die ist auch leer. Ich renne einfach mal schnell durch. Hallo, Burschen. Schaut nicht so schlecht aus. Ich glaube, hier waren wir brav. Gut. Dann hauen wir hier ab. Die gute Patty wartet hier schon wieder auf uns. Lalilalila. Tap, 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 tap. Tap, 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 tap. So, wir sind wieder hier. Ach so, das könnte ich ja auch machen. Hey, Jaffa, hast du schon was gefunden? Schon was Besonderes gefunden? Jaffa, besser aufpassen auf Inquisition. Die haben ihre Augen überall. Seit wann hält dich denn sowas vom Clown ab? Nix abhalten, nur besser aufpassen. Okay.
Gib mir, was du gesammelt hast. Gib mir alles, was du gesammelt hast. Jip, jip. Nix. Okay. Passt. Vielleicht sollte ich ihm Grog schenken. Ich probier mal. Ich hab noch Grog übrig. Nimm eine Flasche. Hier. Nimm eine Flasche. Danke. Er ist so nett. Ich mag den Kerl. So, Patty. Bitte, wir müssen weiter. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Aye, Captain. Und zwar die Bucht von Maracay. Neben der Schwertküste der zweite Stützpunkt der Inquisition auf Arborea. Auch hier verbirgt dichter Dschungel viele Geheimnisse und tödliche Gefahren. Wie schön. Ja, da wollen wir hin. Na, fein. Hoffentlich sterben wir nicht wirklich. Aber das ein oder andere Hopsala passiert mir ganz bestimmt. So, lala, lala. Das hat sich gerade angehört wie so ein Piranha. Da wartet schon jemand auf uns. Ob das jetzt so gescheit ist und so das für uns? Ist die Frage, ist das Sebastiano? Na, oder? Du, Patty? Wegen des Schatzes deines Vaters. Irgendeine Idee, wo ich Harlock jetzt suchen soll? Irgendeine Idee, wo ich Harlock jetzt suchen soll? Am besten du fragst direkt mal die Jungs von der Inquisition. Die scheinen ja schon eine Weile hier zu sein. Na dann, meine Gute. Komm mit. Komm mit. Gut. Oder ich nehme noch mal Jafar mit. Nehmen wir vielleicht Jafar mit. Die Blauröcke erwarten uns unten am Wasser. Wenn sie hier das Blut der Maracay vergießen, bekommen sie meine Macht zu spüren. Ruhig, Chani. Wir wissen doch noch gar nichts. Dazu wirst du Gelegenheit bekommen, wenn es so sein sollte. Wo? Das obere vielleicht? Ruhig, Chani. Wir wissen doch noch gar nichts. Lass uns zu ihnen gehen. Ich will hören, was sie zu sagen haben. Okay, dann komm mit. Komm mit. Du hast schon jemanden, der dich begleitet. Ach Gott. Patty, hüte bitte das Schiff. Wir sollten uns wieder trennen. Kein Problem. Und, liebe Chani, komm mit. Komm mit. Gut. Wenn sie schon so dringend mit möchte. Und natürlich gehe ich gleich pennen. Vielleicht ist ja noch schöneres Wetter. Wieder bis zum nächsten Morgen. Ja, von wegen schöneres Wetter. Naja, was soll's. Dann werden wir natürlich noch schnell mit Eldrick sprechen. Mit Jafar. Okay, das scheint alles gut zu sein mit unserem Freund. Herr von und zu Eldrick. Das hier ist die Bucht von Maracay. Was sagt deine Nase dazu? Das hier ist die Bucht von Maracay. Was sagt deine Nase dazu? Das ist natürlich eine strategisch äußerst günstige Insel. Ich bin mir sicher, dass die Gargoyles hier versuchen werden, ihre Eier zu verstecken. Kennst du hier jemanden? Hier sind einige Protektoren stationiert. Dann geh zu ihnen und frag sie nach Zeichen des Schwarms. Wenn du die Gargoyles vernichtet hast, dann bring mir die Eier, die du hier findest. Jawohl. Die er dann ausbrüten wird. Was? Nein, Spaß. Gut, aber bevor wir das machen, werden wir noch schnell speichern. Ich sehe gerade, der Part ist ja wirklich wieder bald zu Ende. Ein paar Sekündchen haben wir noch. Ich glaube, wir werden, bevor wir da runtergehen, den Part beenden. Ah, da ist auch gleich ein Tempel, ne? Auch sehr schön. Oi, 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 oi. Ich hoffe, den Eingeborenen geht's gut. Wahrscheinlich ist wieder Garcia bei denen. Werden wir schon sehen. Wir werden auf alles draufkommen, dahinter kommen. Auf jeden Fall merke ich gerade, ich habe den falschen Anzug an. Natürlich nehmen wir wieder unsere Piratenklamotten. So ist fein. Ist irgendwas anderes besser? Na, das passt schon so. Mir gefällt das gut so. Passt. So. Und mit unserem alten Look werden wir den Part wieder beenden.
Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Im nächsten Part werden wir uns hier auf diese Insel umschauen, auf Maracay. Ich hoffe, wie gesagt, dass es den Leuten hier gut geht und dass wir Garcia finden und ihm seiner gerechten Strafe zuführen können. Ich hoffe auch, dass wir dann, ja, wenn es zum Kampf gegen Mara kommt, dass wir das auch gut hinkriegen. Vielleicht ist es dann jetzt auch schon bald soweit, ich habe keine Ahnung. Wobei, eine Insel würde uns ja noch fehlen, die wir bereisen, aber wahrscheinlich ist das ja auch gleich zufällig die Insel, wo Mara sein wird, zwecks Gargoyles und so, ne? Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Auf jeden Fall bedanke ich mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!